Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und willkommen zu einem neuen Video. Ich habe wieder einen richtig geilen Temu-Haul. Ich habe mal wieder fleißig geshoppt, habe neben mir einen Korb voller cooler Sachen, bisschen Deko. Also ein bisschen was von allem ist dabei. Ich habe wieder richtig, richtig tolle Sachen ergattert und freue mich total. Manche davon habe ich schon benutzt und ich bin einfach so excited, euch wieder alles zu zeigen. Ich setze euch wie immer den Link zu Temu und zu den Sachen, die ich euch in diesem Video zeige, in die Infobox. Da könnt ihr sehr, sehr gerne mal vorbeischauen. Da schreibe ich euch auch nochmal einen Code hin. Den blende ich euch natürlich hier wie immer ein, denn ihr könnt damit ein 100€ Gutscheinbundle gewinnen. Das passt natürlich bei Temu immer super, denn die haben super tolle, erschwingliche Preise. Ihr habt bei Temu auch noch kostenlosen Versand plus kostenlosen Rückversand. Das bedeutet, ihr könnt einfach bestellen, ohne auf den Versand zu achten. Und falls die Sachen euch doch nicht zusagen oder ihr etwas umtauschen möchtet, könnt ihr das ganz einfach und unkompliziert zurücksenden. Was ich immer ganz cool finde, denn wenn etwas unkompliziert ist, wenn man es bestellt hat, dann hat man natürlich auch nicht irgendwie so ein großes ein Heckmeck damit, was ich echt cool finde. Egal ob Deko oder irgendwelche Gadgets, Haushaltssachen, Geschenke und so weiter und so fort. Ihr könnt einfach so, so viele Sachen bei Temu finden. Und da wird, glaube ich, jeder fündig. Und zu den Preisen muss ich, glaube ich, nicht viel sagen. Ich habe als allererstes diesen super süßen Zug. Und zwar ist das eine Domino Train, also so ein Zug mit Dominostein. Ich glaube, Domino kennt bestimmt fast alle von uns, aus dem Kindheitsalter. Hier steht jetzt, das ist ab 3 Jahren. Aber ich fand das so süß und dachte mir irgendwie für die Zwischenzeit, bis unser kleiner Mann das irgendwann benutzen kann, ist das vielleicht ganz süß so als kleine Deko im Babyzimmer. Weil, wenn man diesen Zug da so hinstellt, stelle ich mir das irgendwie total süß vor. Ich fand es irgendwie total süß, aber auf jeden Fall kann man halt diesen Zug hier, hier oben diese Dominosteine reinmachen und dann fährt der und stellt euch halt super einfach diese Dominosteine auf und dann, wie zum Beispiel früher beim Domino Day, ich glaube, vielleicht kennen das viele, ne? Kann man die einfach anstupsen und dann fallen die halt alle um und dann kann man sie wieder aufstellen und ich fand das einfach total süß. Und musste das unbedingt dann mir aussuchen. Wie gesagt, das dauert bei uns natürlich ein bisschen noch, bis der Kleine damit spielen kann. Aber wie gesagt, zwischenzeitlich so als Deko stelle ich mir das ganz süß vor. Dann habe ich mal eine Sache für den Haushalt bestellt. Habe ich mir so eine elektrische Bürste ausgesucht und zwar zum Spülen. Ich finde es ganz praktisch und dachte mir, irgendwie würde ich das halt super gerne mal austesten. Das ist halt einfach so eine Bürste, wie man hier sehen kann. Und die ist halt elektrisch und damit kann man dann halt alles abspülen. Hier sind auch ein paar verschiedene Aufsätze drauf, also zum Beispiel Schwamm oder zum Polieren. Dann ist eine Bürste dabei, dann ist auch noch hier, ihr kennt bestimmt diese Stahlwolle, damit kann man dann alles sauber machen. Aber wenn man jetzt mal so ein paar Sachen irgendwie da liegen hat, dann mache ich nicht extra für 5 Teile die Spülmaschine an, sondern spülen ist aber trotzdem halt eine lästige Aufgabe. Ja, also zum Beispiel hier kann ich euch zeigen, das ist halt mit dieser Stahlwolle und mit so einer ganz normalen Bürste. Also echt cool. Hier ist dieser Schwamm. Also stelle ich mir auf jeden Fall ganz cool vor. Und ihr könnt mir ja gerne mal berichten, falls ihr auch sowas habt. Also sowas Elektrisches zum Spülen, wie ihr das so findet. Also ich werde das jetzt auf jeden Fall bald mal testen. Machen wir weiter mit Deko. Ich glaube, die meisten von euch haben bestimmt jetzt schon den Trend gefühlt von 2024 mitbekommen, dass jetzt so mit Zitronen und Früchten und so alles so im Trend ist. Und ich muss sagen, dass ich das auch richtig schön finde. Ich bin da richtig dabei und ich finde diesen Trend einfach wundervoll, weil ich das irgendwie so schön finde. Damit kann man irgendwie, weil ich stelle mir das zum Beispiel auch in der Küche halt super schön als Deko vor, weil das so ein bisschen, ich weiß nicht, so mit Früchten und so, mit der frischen Farbe, das passt für mich irgendwie perfekt da rein. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass das richtig schön aussieht. Deswegen habe ich mir jetzt ein bisschen was bestellt. Und zwar einmal hier dieses süße kleine Bäumchen. Hat hier so einen weißen Topf und sieht halt aus wie so ein kleiner Zitronenbaum. Und ich finde, der sieht richtig süß aus. Hier sind halt so ein paar Zitrönchen dran, ein bisschen grün. Und das habe ich mir, wie gesagt, für die Küche bestellt. Ich glaube, das könnte da richtig gut aussehen und ich bin mal gespannt. Ihr könnt mir sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich euch dabei mitnehmen soll, wenn ich das so ein bisschen umdekoriere. Dann würde ich euch das einfach so ein bisschen mitfilmen, weil ich würde gerne wieder mehr so ein bisschen Deko machen. Das habe ich früher sehr viel und möchte da irgendwie so wieder so ein bisschen dran anknüpfen, weil mir das Spaß macht. Machen wir direkt
direkt weiter mit einem zweiten Zitronen-Deko-Accessoire. Und zwar habe ich noch so ein kleines Bäumchen hier bestellt. Ich dachte mir, das würde dann auch perfekt passen. Das passt ja dann zu dem anderen Bäumchen. Und dann habe ich einfach so ein bisschen mehr Auswahl. Das ist ja so ein bisschen größer, das hier ist ein bisschen kleiner. Und ja, bin ich mal gespannt. Das hat halt so ein, ich würde sagen, hier so ein Korb halt. Also ich fand das ganz süß. Hat dann auch so ein paar Zitrönchen, ein bisschen grün und ist halt perfekt als Deko. Und da bin ich wirklich mal gespannt, wie das dann aussieht. Das hat, glaube ich, irgendwie für mich so ein griechischen Style so ein bisschen, weil ich mir das richtig gut vorstellen kann, dass es dann auch so ein bisschen mediterran aussieht. Und da wir gerade bei Zitrone und Küchensachen sind, kann ich euch direkt mal die nächsten Sachen zeigen. Und zwar habe ich mir zwei Bilder bestellt. Da brauche ich noch die passenden Bilderrahmen für. Da freue ich mich so drauf, weil das halt dann auch wieder perfekt passt. Und zwar habe ich mir diese zwei Bilder hier bestellt. Ich zeige euch jetzt erstmal eins. Und zwar sind da auch Zitronen drauf. Und das ist halt aus so einem richtig geilen Stoff. Nicht so richtig dünnes Papier, sondern richtig guter Stoff. Ich konnte mir das irgendwie nicht entgehen lassen, dann auch so ein paar Bilder zu bestellen. Die kamen so eingerollt an und haben eine richtig gute Qualität. Und dabei war noch das zweite. Und zwar mit Orangen. Das fand ich auch total schön. Sah richtig gut aus. Und ja, ich habe mir irgendwie gedacht, wenn ich das so in der Küche an der Wand so aufhänge, so Zitrone und Orange, das passt halt so richtig gut zusammen. Und ja, wenn ich dann so ein bisschen die Deko noch optimiere, stelle ich mir das richtig, richtig schön vor. Das ist auch so ein bisschen, das schreit Sommer und das ist dann irgendwie so ein bisschen Farbe, was reinkommt. Also da bin ich auf jeden Fall total into it. Machen wir direkt nochmal weiter mit Küchensachen. Ich habe Schüsseln in meinem Schrank, die sind schon, wer weiß wie alt, die habe ich von meiner Oma damals gekriegt, als ich ausgezogen bin. Und das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Und ich fand schon immer diese Metallschüsseln total cool und deswegen habe ich mir dieses Set hier bestellt. Das sind 5 Stück in verschiedenen Größen. Ich zeige euch jetzt einfach mal die größte. Also da haben wir zum Beispiel jetzt auch schon total oft Salat und so drin gemacht. Und dann gibt es auch hier so eine kleine, was ich cool finde. Hier drin ja, stehen Milliliterzahlen. Also braucht ihr zum Beispiel, wenn ihr die jetzt benutzt, auch gar keinen Messbecher mehr. Also das ist richtig cool. Das ist einfach Edelstahl. Die können ganz normal in die Spülmaschine. Und ja, also wir finden die auf jeden Fall schon mal richtig cool. Ich bin die nur noch am benutzen. Und das, obwohl ich meine anderen Schüsseln auch noch habe. Aber irgendwie benutze ich jetzt nur noch die. Finde ich richtig geil. Und so ein Set kann man halt immer gut gebrauchen. Das sind verschiedene Größen für alle Eventualitäten. Egal ob Salat oder ob man einfach zum Beispiel ein kleines Schälchen braucht für irgendwas. Oder Essen auf den Tisch zu stellen. Dafür ist das echt immer gut. Kommen wir zu ein paar Sachen. Das wird wahrscheinlich jetzt nicht jeder verstehen, aber die meisten wissen, ich bin ein riesengroßer Harry Potter Fan, würde am liebsten gefühlt alle Fanartikel, die es auf diesem Planeten gibt, besitzen. Und bei Temu gibt es wirklich sehr, sehr viele Harry Potter Artikel und da habe ich mir zum Beispiel das hier jetzt bestellt. Das ist halt so eine kleine Spielerei, einfach um zu sagen, man hat es. Das ist jetzt kein großes Ding, was man jetzt jeden Tag benutzt oder so, aber für alle Harry Potter Fans, das ist die Karte des Rumtreibers und ich bin einfach richtig happy. Hab die gesehen und fand das so cool und musste die einfach unbedingt haben. Ich finde es richtig, richtig cool. Alle, die jetzt Harry Potter mögen, die können mich auf jeden Fall verstehen. Falls ihr auch Harry Potter Fan seid und immer mal wieder auf so der Suche nach Fanartikeln seid oder so Sachen halt davon, kann ich euch Temu dafür echt empfehlen. Die Karte, die war wirklich nicht teuer, aber man hat trotzdem ein cooles Stück. Einfach so, damit man es hat. Wir machen direkt weiter mit dem nächsten Harry Potter Teil. Ich mach's mal auf. Das kam in so einer richtig schönen, edlen Box. Und zwar habe ich mir meinen ersten eigenen Zauberstab gekauft. Eigentlich habe ich ihn nicht gekauft. Ich habe ihn natürlich bei Ollivander gekauft, beziehungsweise geholt. Ja, alle Harry Potter Fans, die wissen jetzt, wovon ich rede. Und alle Muggel, die denken sich jetzt so, wovon redet die? Ich habe mir den Elderstab ausgesucht. Es gibt bei Temu super viele Harry Potter Sachen, wie gesagt, und unter anderem auch eine Riesenauswahl an Zauberstäben. Ich konnte es mir natürlich nicht nehmen lassen und habe den Elderstab genommen. Man sieht, wie gut der verarbeitet ist und ich liebe es einfach total. Das ist einfach so, das ist halt auch so eine Sache, so eine Spielerei, die man halt so dann als Fan gerne hat. Das versteht man wirklich nur, wenn man von irgendwas Fan ist, also an alle, die auch schon auf der Suche waren. Schaut auf jeden Fall bei Temu vorbei. Hier drin ist halt so dunkelblaues Samt und ich finde es richtig schön. Eine letzte Harry Potter Sache habe ich noch und zwar habe ich mir so ein richtig schönes
Holzpuzzle bestellt. Das hatte ich auch schon bei Instagram mit euch geteilt. Und mir haben gefühlt alle geschrieben, wo ich das her habe. Also dafür braucht man wirklich ein bisschen Geduld. Aber ich würde sagen, dass wenn man halt gerne puzzelt oder irgendwie gerne so bastelt, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Da ist auch eine Anleitung dabei. Also ja, das ist auf jeden Fall machbar. Das ist halt richtig schön, da ist Hogwarts zu sehen. Und hier oben ist die Eule von Harry Potter. Wie man sieht, ist da ein USB-Kabel dabei. Ich habe jetzt hier leider gerade keinen Anschluss. Ja, das leuchtet. Da ist eine Lichterkette dabei. Die könnt ihr dann selbst so dran machen, wie man es gerne hätte. Und die habe ich auch bei mir ins Büro gestellt. Und ja, das ist halt auf jeden Fall ein richtig cooles Gadget. Vor allen Dingen könnte ich mir vorstellen, dass das auch eine coole Geschenkidee ist für einen Harry Potter-Fan. Die letzte Sache ist diese schöne Box hier. Die habe ich als Geschenk gekauft. Die mache ich gleich noch fertig. Dann wird die Beschenkte sich hoffentlich freuen. Und zwar ist das so eine Mystery-Fotobox. Die muss man selber zusammen machen. Da ist eine Anleitung dabei und wenn man es einmal hat, ist es auf jeden Fall machbar. Aber am Anfang muss man erstmal schauen, weil man ganz viel falten muss. Also ich mache den Deckel zum Beispiel mal hoch, dann könnt ihr das sehen. Und zwar fallen diese Teile dann alle so auseinander und auf diesen schwarzen Teilen hier kann man halt überall Fotos draufkleben. Ich mache es jetzt nicht ganz auf, weil sonst kriege ich es nie wieder zusammen. Ja, aber da werde ich dann noch Fotos reinkleben und in der Mitte kann man dann zum Beispiel noch ein Geschenk reintun, weil da ist noch eine kleine einzelne Box. Und ich fand das einfach so, so schön. Das ist einfach so ein persönliches Geschenk, was mit Erinnerungen verbunden ist. Und wie gesagt, das hat dann alles so einen einzelnen Deckel. Die könnt ihr dann alles hier so hochklappen, Deckel drauf. Und ja, der, die Beschenkte, kann dann alles sorgfältig auspacken und sieht dann die ganzen Fotos als Erinnerung und ich fand das so süß. Ihr könntet natürlich auch einfach zum Beispiel einen Zettel schreiben oder ausdrucken, wo zum Beispiel ja, Sprüche oder irgendwelche Gedanken oder so draufstehen, aber ich würde es jetzt mit Fotos machen, weil ich das so schön finde und wie man sieht, die ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich groß. Also da passen ordentlich Fotos als Erinnerung rein. Und ich hoffe auf jeden Fall, da wird sich gefreut. Und das war es auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe natürlich wie immer, dass es euch gefallen hat. Wenn dem so ist, dann lasst mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Darüber würde ich mich wie immer sehr freuen. Vergesst natürlich nicht, in die Infobox zu schauen. Da werde ich euch den Link zu Temu und den ganzen Sachen, die ich euch jetzt gerade gezeigt habe, verlinken. Und denkt natürlich an das 100 € Gutscheinbundle. Den Code findet ihr auch in der Infobox, aber den schreibe ich euch hier auch nochmal hin. Da könnt ihr dann ja ein bisschen spielen und dann mit ganz viel Glück ganz, ganz viel Rabatt gewinnen für eure vielleicht auch erste Bestellung. Denkt daran, dass ihr kostenlosen Versand und kostenlosen Rückversand habt. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Es gibt so viele Kategorien. Es gibt natürlich auch Mode oder auch ganz, ganz viele Mode für Übergrößen, falls ihr auf der Suche seid, zu ganz, ganz tollen erschwinglichen Preisen. Und ja, lasst euch das nicht entgehen. Dann würde ich sagen, freue ich mich aufs nächste Mal. Dann verabschiede ich mich und wir sehen uns direkt beim nächsten Mal wieder. Tschüss.